Zurück, und zwar sofort. Hey Mann, warte! Jemand zu Hause. Sogar das andere Team ist abgehauen. Also, was machen wir denn eigentlich hier? Alles okay. Ich habe uns eine Hintertür offen gelassen. Ich kann uns mit jedem PDA reinbringen. Warum hast du das nicht gleich gesagt? Wenn meine Theorie stimmt, ist die Wahrheit über Veltro noch nicht spruchreif. Machst du Witze? Ich will voreilige Schlüsse vermeiden. Ich brauche mehr Infos. Die zwar wirklich. Ja, hau da mal den Hosen wieder von der Tierzange. Wow! Ich wusste, Veltro hängt mit drin. Aber nicht die ganze Zeit. Was? Vinio? Schieß da. Ich habe mich jetzt voll geschrocken. Schockmomente garantiert. Aha. Oh. Das ist uncool, was hier alles um den Turm liegt. Lasse ich ihn hier. Ich will hier eigentlich nichts lassen für einen Granatwerfer. Von der haben wir aber die wenigste Money. Ist das wirklich ein echter MB28? Ryder, so einen wollte ich schon immer. Du stehst auf Technik wie Fliegen auf Scheiße. Computer. Zur Sache. Was soll das denn? Es passiert nichts. Was hast du gemacht, Quint? Gar nichts. Ich brauche mehr Strom für den MB28. Hier muss ein Generator sein. Den brauche ich. Okay. Bleib hier und amüsiere dich mit deiner neuen Flamme. Okay. Ich hoffe, dieses rostige Ding funktioniert. Der Strom reicht nicht, um ihn voll aufzuladen. Gibt's noch mehr Generatoren? Ja, aber ich befürchte, dass da gleich was kommen wird. So viel Sachen, wie hier immer dumm liegen. Eine Föhn... Alter. So, jetzt mal gut festhalten, weil ich glaube, es kommt gleich was. Ich habe das im Urin. Und darum werde ich hier jetzt gleich raufsteigen. Energie, starte die Analyse. Hast du schon was? Nein, ich muss zuerst durch die Verschlüsselungen kommen. Das sollte der MB28 in ein paar Minuten schaffen.
gelegt. Ja, genau. Okay, machen wir es anders. Machen wir das auch so. Hä? Okay, in der Ecke kriegen sie mich anscheinend nicht. Solche scheiß Mistviecher auch noch! Friss das! Wow. Nein. Was ist denn jetzt? Der Zwischenspeicher verschwunden. Der Generator muss aus sein. So, Mist. Warte hier, ich repariere das. So, dann hauen wir sich hier rauf. Nein, ich will nicht tauschen, die Waffen. 52%. 54 meinst du? Uncool. Sehr uncool. Danke für den Hinweis, du Schlaumeier. Wow. Hohohoho, der hat gesessen, Alter. Nein, 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 nein. La 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 la, Land der Berge, Land am Seeulme. Ah, ficken. Bam. Ja, dann kannst du mir helfen, Alter. Aber die Feinde sind immer noch da. Lass ihn nicht mehr wieder. Danke. Ich mach's dich für dich kalt. Und ich sag dir, warte gefälligst, bis ich wiederkomme. Wo ist denn der jetzt? Okay. So.
So, bist du down? Jawohl. Jetzt können wir einen Blick auf die Daten werfen. Bereit? Jo. Gut, gut. Das erklärt es. Erklärt was? Wer hinter Veltro steckt? Ja, vermutlich. Es gibt nur einen Weg, das rauszufinden. Fragen wir ihn selbst. Ah, hier ist Fogball. O'Brien hier. Was zur Hölle? O'Brien steckt dahinter? Direktor O'Brien, ich weiß über alles Bescheid. Veltro ist nie zurückgekehrt. Es war alles ein Täuschungsmanöver, von Ihnen inszeniert. Ihre eigene Veltro-Vorstellung. Und das nur, um jemand ganz Bestimmtes zu überlisten. Ah, dann hast du es ja durchschaut. Schön, dass ihr nicht so dumm seid, wie ihr tut. Ich habe die Protokolle untersucht und manches könnte sie interessieren. Dann zeig mal her. Ja, Sir. Ich sende sie sofort. Was ist los? Verbindungsfehler? Ah, wir wurden entdeckt! Hey, Quint! Zwei Jungs decken Geheimnisse auf und werden gejagt. Wie bei der Falke und der Schneemann. Willst du mit deinen Computern sterben, du Idiot? Warte, Kumpel, hab's klar. Quint! Keith! %. Und sind Quint und sein Kollege tot? Ich hoffe nicht. Sie waren, wie soll ich sagen, lustige Typen. Das ist der Virus. Jo, chill. Wir dürfen den Virus nicht rauslassen. Das Steuerungssystem muss im Labor sein. Chris! Was ist das? Ah, da gibt's keine. Taste drücken? Jo. Na komm zu mir. Na, keine Reaktion. Oh! Arschloch. Taste drücken. Jo. Ah, jetzt kommt er zu mir. Sie öffnet sich nicht. Ah, sehr schön. Jetzt habe ich alle ausgeschalten. Okay. Jo. Tja, die Frage ist, Freunde, es muss eine Art Schließmechanismus geben. Jo, mein Fingerabdruck. Mal anders hinsetzen da. Ich bin ja wieder ein bisschen am, jo, am Kunstledersessel picken blieben. Verdammt heiß hier, verdammt heiß. Alter, wie viel Money kriege ich? Und jetzt noch ein Vorratstäschchen auch noch. Oh, Junge, Junge, das wird ein Kampf wahrscheinlich. Und ich glaube mal, ich vermute mal auch, dass das hier nicht mehr lange gehen wird. Dieses Let's Play hier. Was haben wir hier liegen? Materialien zur Entwicklung von Malkoda.
Die Entwicklung von Codename Malcoder war reiner Zufall. Wir infizierten verschiedene Fischarten mit dem T-Abyss-Virus als Teil unserer Forschungen bezüglich Wasser-BOWs. Zufällig war eines der Testobjekte bereits mit Parasiten kontaminiert. Es handelte sich dabei um Gyrodactylus salaris. Klingt eher nach einem Salat. Einen kleinen monogenetischen Ektoparasiten. T-Abyss infizierte damit sowohl den Wirt als auch den Parasiten. Die aus der Doppelinfektion resultierende Mutation erlaubt in Konsequenz die Verbesserung der gesamten BOW-Entwicklung. Eine Malacoda-Larve ist nur 1 cm lang. Da sie so klein ist, kann sie als Parasit verwendet werden, um einen Wirt mit einer ausgeschiedenen Flüssigkeit zu infizieren, der den Virus enthält.